Ja, sprechen wir mit unserer Reporterin Hilke Jansen. Frau Jansen, Sie waren bis eben gerade in Wolfsburg am Stammwerk von Volkswagen. Was haben Sie da erlebt? Ja, das ist tatsächlich immer wieder sehr beeindruckend, denn die IG Metall, die eine große Macht ist bei Volkswagen, weil einfach unheimlich viele in der Belegschaft IG Metall Mitglied sind. Diese Belegschaft ist sehr geschlossen und die IG Metall schafft es eben mit einem Fingerschnips mal eben Zehntausende vor dieses Markenhochhaus zu bekommen, zu einer Kundgebung. Und das war interessant, denn dieses Markenhochhaus, dieses berühmte, da tagte eben heute Vormittag der Vorstand und direkt davor diese Kundgebung mit mehr als 10.000 Menschen, die laut gepfiffen und gebuht haben, den Vorstand ausgebuht haben für eben diese Schließungspläne. Das ist doch dann ein ziemlich emotionaler Moment, zumindest für die Beteiligten da vor Ort. Was ist das, was die Menschen am meisten bewegt? Was haben Sie gehört? Naja, das ist diese Hängepartie, die wirklich der Belegschaft da im Moment an die Nieren geht. Der Vorstand hat ja immerhin vor 2 Monaten schon angekündigt, dass in Deutschland VW-Werke geschlossen werden könnten. Jetzt sind 2 Monate vergangen, aber die Beteiligten, also alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den deutschen Werken, wissen immer noch nicht, was Sache ist. Es ist weder klar, ob überhaupt Standorte geschlossen werden, noch welche Standorte da überhaupt betroffen sein könnten. Und das sorgt einfach für wahnsinnig viel Frust, nicht nur in Wolfsburg, auch an allen anderen Standorten. Diese große Unsicherheit. Jetzt geht es auf Weihnachten zu und die Menschen wissen eben überhaupt nicht, haben sie ein fröhliches Weihnachtsfest und wie blicken sie überhaupt ins neue Jahr. Da sprechen wir gleich nochmal drüber, wie es weitergeht. Aber vorher nochmal die Frage, die IG Metall hat ja am Freitag einen Vorschlag vorgelegt, wie tatsächlich Einsparungen ohne Entlassung, ohne Werksschließungen klappen könnten, zumindest aus Sicht der IG Metall. Volkswagen hat abgelehnt. Warum? Genau, die IG Metall und der Betriebsrat haben da ein Modell vorgelegt, was sehr komplex ist, muss man ehrlicherweise sagen, was man wirklich durchdringen muss. Und sie sprechen da von einem Einsparpotenzial von 1,5 Milliarden Euro. Das ist für Außenstehende relativ schwer nachzuvollziehen, an welcher Stelle da wirklich was gespart werden soll oder was über welche Zeiträume durchgezogen werden soll. Zumindest hat das Unternehmen jetzt sich einige Tage Zeit gelassen und dann gesagt, tatsächlich, sie hätten das Ganze nachgerechnet und seien zu dem Schluss gekommen, dass mit diesem Vorschlag eben nicht nachhaltig gespart werden kann. Denn das ist ja das große Problem. Man braucht nicht jetzt eben ein bisschen Geld in den nächsten 2 Jahren, sondern man möchte unbedingt nachhaltig den Konzern oder die Marke VW wieder auf etwas gesündere Füße stellen. Und da wird das, was die IG Metall vorgelegt hat, nicht reichen. Okay, jetzt sind wir bei der Frage, wie geht es jetzt weiter, Frau Jansen? Genau, das wird, wir haben es ja gerade im Film schon gehört, sicher ein heißer Advent. Jetzt am Mittwoch in 2 Tagen ist Betriebsversammlung am großen Stammwerk in Wolfsburg. Auch da wird die Gewerkschaft es natürlich wieder schaffen, der Betriebsrat Zehntausende zu mobilisieren. Dann wird der Vorstand vorgeladen, der muss dann Rede und Antwort stehen, ob wir da wirklich Neuigkeiten erfahren. Ich wage es mal ein bisschen zu bezweifeln, denn am Ende wird ja dieser Tarifkonflikt jetzt fast schon in der Öffentlichkeit ausgetragen, obwohl das ja Sache der Tarifparteien ist. Jedenfalls erstmal Mittwoch, erster Schritt Betriebsversammlung, dann in der kommenden Woche Montag geht es weiter mit der nächsten Tarifrunde. Und da sind die Erwartungen natürlich groß. Die Gewerkschaft und der Betriebsrat hoffen natürlich, dass man vor Weihnachten jetzt noch einen möglichst guten Kompromiss finden kann. Die Chancen stehen relativ schlecht, aber da wird es jetzt drauf ankommen. Am Montag schafft man eine Annäherung oder geht es weiter in die nächste Eskalationsstufe? Nur kurz dazu die Rückfrage, wäre das denn möglich, sich vor Weihnachten tatsächlich noch zu einigen, rein zeitlich, organisatorisch? Ich halte das für wirklich maximal schwierig, eben weil die beiden Tarifparteien so weit voneinander entfernt sind. Der Vorstand fordert ja weiter ganz konkret, die Belegschaft möge bitte auf 10% ihrer Löhne verzichten. Das ist also ein wirklich massiver Einschnitt. Die IG Metall ist bisher nur ein wirklich klitzekleines Stückchen auf den Vorstand zugekommen. Da fehlt mir im Moment noch die Fantasie, mir auszurechnen, wie das noch bis Weihnachten zu einer Einigung kommen sollte. Frau Jansen, zum Abschluss. Alle um mich herum, die natürlich auch das mitbekommen, die das hören, die sagen, mir, Mensch, Volkswagen geht pleite, jetzt wahrscheinlich sofort, verdient ja auch nichts mehr, muss natürlich schnell Menschen entlassen. Das ist zumindest das, was ich häufig auch höre, hat ja aber nichts mit der Realität zu tun. Denn wenn man nochmal nachschaut, dann erwartet Volkswagen für dieses Jahr 2024 noch einen Gewinn, Achtung, einen Gewinn von 18 Milliarden Euro. Allerdings der Gesamtkonzern. Können Sie uns das nochmal erklären? Genau so ist es. Da muss man den feinen Unterschied ziehen zwischen dem großen Gesamtkonzern Volkswagen, zu dem gehört zum Beispiel noch die Marken Skoda, Audi, Porsche, Seat, MAN und so weiter. Wir sprechen aber hier über diesen Einspardruck, den Kostendruck im Moment nur für die Marke Volkswagen. Also praktisch alle Autos, an denen vorne das kleine VW-Logo dran klebt, also vom Polo über den Golf bis zum Tiguan. Das ist das, was teuer ist in der Produktion. Die Werke kosten viel Geld, die Werke sind nicht ausgelastet in Deutschland und das betrifft eben genau
diese deutschen Werke. Produktionsstandort Deutschland zu teuer, da ist das Problem. Die Marke macht auch noch Gewinn, aber sie macht eben, so erklärt es der Vorstand, zu wenig Gewinn, um genügend Geld zu haben für Investitionen in die Zukunft. Hilke Jansen, vielen Dank für diese ganzen Einschätzungen, Einordnung, aktuellen Informationen. Live aus Hannover.